Vielen Dank für die wunderbare Musik. Das ist eine Wohltat, an die man sich glatt wieder gewöhnen könnte. Und wir hatten ja gehofft, dass es jetzt wieder so richtig losgeht in Präsenz. Und jetzt haben sich die Zahlen wieder dramatisch verschlechtert und wir gucken in Sorge auf die sich entwickelnden Zahlen in den Kliniken und auf den Intensivstationen. Und wir hoffen doch, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch Vernunft einkehrt in den nächsten Tagen und Wochen, sodass wir die eigentlich so fast überwundene und gemeistert geglaubte Pandemie dann hoffentlich wirklich Richtung Anfang nächsten Jahres verbannen können. Ich heiße Sie ganz, ganz herzlich willkommen hier im Saal, im wunderschönen Festsaal unseres Rathauses. Diejenigen, die hier sind und auch natürlich diejenigen, die von wo auch immer uns heute Abend zu diesem festlichen und wunderbaren Anlass an den Bildschirmen begleiten. Sehr geehrter Herr Professor Strohschneider, sehr geehrter Herr Professor Ernst, sehr geehrter Herr Professor Meyer, liebe alle anderen Gäste, die ich gerne persönlich alle begrüßen und aufzählen würde, weil wir doch noch recht übersichtlich hier sind. Ich heiße Sie ganz, ganz herzlich im Namen des Senates hier bei uns im Rathaus willkommen und freue mich wirklich außerordentlich, dass Sie alle da sind zu dieser besonderen Preisverleihung. Der Deutsche Preis für Philosophie und Sozialethik ist die höchst dotierte Auszeichnung im deutschsprachigen Raum, die von einer privaten Stiftung in den Geisteswissenschaften verliehen wird. Der Preis würdigt wissenschaftliche Exzellenz, made in Germany, und er wirft ein Schlaglicht auf die Mutter aller Wissenschaften, die die Welt und die menschliche Existenz zu ergründen und zu deuten versucht. Die Philosophie ist ausgezeichnet im Fragenstellen und darin, das vermeintlich längst Gewusste immer wieder neu zu denken und neu zu analysieren. Und das zeigen auch die Arbeiten von Ihnen, lieber Herr Professor Erasmus Meyer, der in diesem Jahr mit dem Deutschen Preis für Philosophie und Sozialethik ausgezeichnet wird. Die Jury würdigt Sie unter anderem für Ihre Präzision und Originalität, für die Kraft Ihrer Arbeit und die historische Tiefenschärfe. Chapeau, Herr Meyer. Zu diesem großartigen Preis möchte ich Ihnen ganz herzlich gratulieren, denn Sie gehören zu den herausragenden Philosophen unserer Zeit. Auch der Max-Uwe-Redler-Stiftung möchte ich an dieser Stelle herzlich danken, denn der Preis macht Philosophinnen und Philosophen sichtbarer, deren Arbeiten eine ganz besondere Relevanz für unsere Gesellschaft haben. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal hinweisen, vielleicht hatte der eine oder die andere vorhin beim Warten oder beim Plausch schon die Gelegenheit, hier an die Wände zu gucken, wo also ein bisschen die Historie der Freien und Hansestadt Hamburg nachgezeichnet wird. Und ich bin ja immer zwischen einer Mischung aus Stolz und Ergriffenheit, wenn ich als Wissenschaftssenatorin hier sprechen darf, weil das natürlich eine Geschichte geprägt ist, aus einer hanseatisch-kaufmännischen Hafen- und Handelstradition kommt. Und dann in diesem Saal eigentlich die Geschichte weiterzuschreiben, Hamburg hin zu einer Metropole des Wissens, der Ideen, der großen Köpfe, das ist die Idee, das ist die Vision, das ist das, was uns und was mich auch antreibt. Und dass Max-Uwe Redler auch als Kaufmann die Philosophie für sich entdeckt hat und dann gesagt hat, er will, dass die Philosophie, dass die Sozialethik gefördert wird, das finde ich ganz, ganz beeindruckend. Und ich finde an diesem Ort nochmal eine besondere Würdigung wert. Denn gerade in diesen Zeiten mit ihren vielen Krisen und Herausforderungen kann die Auseinandersetzung mit der philosophischen Tradition die Gegenwartsdebatten bereichern, wichtige Impulse liefern für die vielen Themen, die vor uns liegen. Die Philosophie arbeitet dabei aus der Vogelperspektive. Sie nimmt sich Zeit, nachzudenken und präsentiert im Zweifel eben keine unmittelbare Lösung, sondern diskutiert Ideen, fragt nach Moral, nach Ethik. Es ist eine komplexe Wissenschaft. Und ihre Kraft liegt darin, Halt und Orientierung zu geben.
Sie legt damit auch das Fundament für alles andere. Und dies machen auch Ihre Werke deutlich, lieber Herr Professor Meyer, in denen Sie sich mit den Grundlagen des menschlichen Daseins auseinandersetzen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren hier und an den Bildschirmen, die Pandemie und die Klimakrise sind nur einige oder zwei der Riesenherausforderungen für die Menschheit und unsere Gesellschaften. Und wir als Gesellschaft müssen uns fragen, was bedeutet eigentlich Solidarität zwischen den Generationen in Zeiten von Corona? Wie kommen wir zu einem humanen Ansatz bei der weltweiten Verteilung von Impfstoffen? Wie können wir Solidarität leben mit den Menschen, die noch gar nicht geboren sind, aber eines fernen Tages auch in einer gesunden Umwelt leben wollen? Wie gehen wir damit um, dass die Klimakrise die Menschen am härtesten trifft, die kaum zur Erderwärmung beigetragen haben und die kaum Ressourcen besitzen, um sich zu schützen? Das sind ganz entscheidende Fragen, für die die Philosophie ganz wichtige Denkanstöße liefert. Die Kommentare, Analysen und Ideen der Geistes- und Sozialwissenschaften sind angesichts radikal neuer gesellschaftlich relevanter Probleme von größter Relevanz. Die weltumspannenden ökologischen Veränderungen müssen wir mit einem globalen Ansatz denken. Wo liegen die Hürden für Veränderungen? Wie können wir Transformationsprozesse beschleunigen? Wir müssen kulturelle und gesellschaftliche Prozesse in den Blick nehmen, um zu verstehen, wie wir Menschen dazu befähigen, das Klima zu schützen. Unsere Gesellschaft braucht heute dringender denn je Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Ideen haben für unsere Zukunft. Wir leben in einer Zeit der technologischen Umbrüche, der kulturellen Spannungen, sozialer Ungleichheiten, ökologischer Überlebensfragen und internationaler Konflikte. Selten war die Politik so sehr auf Erkenntnisse der Wissenschaft angewiesen, gerade und besonders der Geistes- und Sozialwissenschaften. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Wissenschaft in ihrer Vielfalt und Gänze ist der Motor für unsere Welt. Von den technischen Innovationen über den medizinischen Fortschritt bis hin zu den großen philosophischen Fragen, denen wir uns nur nähern können. Eins steht fest, Wissenschaft ist das allerbeste Werkzeug, um sich der Welt zu stellen. Und deshalb, ich habe es eben schon angesprochen, setzen wir hier in Hamburg so sehr auf die Wissenschaft und auf Forschung, auf die Idee, wirklich auch zu einer Wissensmetropole zu werden, das Selbstverständnis in uns zu tragen und möglichst viele anzusprechen und auf dem Weg mitzunehmen. Wir arbeiten mit Hochdruck und großer Leidenschaft daran, diesen Standort Hamburg aus der Tradition kommen und Zukunft baut auf Tradition hier weiter zu stärken. Denn unsere Zukunft, die liegt in den Köpfen, die liegt in den Menschen, die liegt auch in den Laboren und Hörsälen. Die Überzeugung ist Maßstab für unser Handeln. Für dieses große Ziel, Wissenschaft und Forschung, dem wir noch mehr Schub geben wollen, brauchen wir jede Menge Verbündete. Und deshalb an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich Dank der Max-Uwe-Redler-Stiftung für ihr Engagement und Herrn Meyer für ihre ausgezeichnete Arbeit. Sie leisten einen ganz wichtigen Beitrag, um die Kraft von Wissenschaft und Forschung noch stärker in den Fokus zu rücken. Meine Bitte, lassen Sie weiter von sich hören und ich wünsche Ihnen und uns hier alle einen wunderschönen und stimmungsvollen Abend, viele Gedanken und Inspiration im Sinne des Ziels, auch der Stiftung und des Preises, der hier heute verliehen wird. Vielen Dank.
Sehr geehrte Frau Senatorin, liebe verehrte Frau Fegebank, verehrter Herr Mayer, sehr geehrter Herr Ernst, lieber Herr Lütje und alle anderen Freunde der Max-Uwe-Redler-Stiftung, meine sehr verehrten Damen und Herren, namens der Stiftung darf auch ich Sie alle recht herzlich zum Senatsempfang in diesem so eindrucksvollen Rathaussaal der Freien und Hansestadt Hamburg begrüßen. Es freut mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, den Deutschen Preis für Philosophie und Sozialethik feierlich zu verleihen und den neuen Träger, den diesjährigen Träger dieses Preises, Erasmus Mayer, in diesem Rahmen zu würdigen. Dass der Senat der Philosophie die Rathaustüren öffnet, Frau Fegebank, dies ist nun freilich ein höchst erfreulicher Umstand. Und ich bedanke mich besonders herzlich bei Ihnen und dem ganzen hamburgischen Senat für diese ebenso schöne wie ehrenvolle Einladung. Es ist freilich auch eine überdies höchst bedenkenswerte Konstellation, wenn die Philosophie vermittels dieses bedeutsamen Preises heute Abend in der Mitte republikanischer Stadtherrschaft öffentlich Platz nimmt. Philosophie und Herrschaft beziehen sich ja seit je und keineswegs erst seit Platon in höchst komplexen Verhältnissen aufeinander. Wie überhaupt die Relation von Wissen und Handeln nicht allein theoretisch intrikat ist, sondern schon lebensweltlich. Ganze Wirtschaftszweige wie die Wellnessindustrie leben geradezu, könnte man sagen, von unserem schlechten Gewissen darüber, dass wir häufig eben gerade nicht tun, wovon wir wissen, dass wir gute Gründe hätten, es zu tun. Und selbstverständlich nimmt der Reichtum derartiger komplexer Spannungen nicht ab, sondern er nimmt zu, wenn wir von der Ebene alltagsweltlichen Wissens und Handelns auf noch viel komplexere Ebenen übergehen, zum Beispiel auf die von reflexivem Wissen und etwa demokratischen Entscheidungen. Selbst in neorenaissancistischen republikanischen Prunkarchitekturen wie der hiesigen, selbst in denen ist es nämlich so, die Legitimität demokratischer Entscheidungen, auch derer, die in diesem Haus getroffen werden, die Legitimität demokratischer Entscheidungen hängt keineswegs daran, dass ihnen gute Absichten und vernünftige Gründe zugrunde liegen. Sie hängt an Prozeduren und an Mehrheiten. Und diese Mehrheiten werden in einem Zählverfahren, sogar in Hamburg in einem Zählverfahren, festgestellt, indem es auf die Begründbarkeit des Abstimmungsverhaltens gerade nicht ankommt. Das ist ja die Pointe von geheimen Abstimmungen. Auch falsche Entscheidungen, die auf unwahrem Wissen beruhen, können demokratisch legitim sein, ohne dass doch demokratische Herrschaft dauerhaft auf gute Absichten und vernünftige Gründe verzichten könnte. Herrschaft und Philosophie, Philosophie und Herrschaft beziehen sich komplex aufeinander. Ihre Verhältnisse werfen Fragen auf, die uns ziemlich unter den Nägeln brennen. Und es sind sozusagen dieselben Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, wie die, die Sie sich aufgeschrieben haben, Frau Fegebank. Also man muss nur denken an die rechtsphilosophischen Probleme intergenerationeller Gerechtigkeit, wie sie das Bundesverfassungsgericht im Frühjahr diesen Jahres in seinem aufsehenden erregenden Klimaurteil normiert hat. Oder man muss denken an die Fülle der von der Pandemie aufgeworfenen ethischen Fragen, der Verteilungsfragen wie auch anderer ethischer Fragen. Diese und viele andere Fragen des sozialen und politischen Zusammenlebens, ihre Behandlung, die Behandlung solcher Fragen auf höchstem philosophischem Niveau soll der heutige Preis nach dem Willen seines Stifters Max-Uwe Redler befördern. Indem ich nun solche Fragen in der Perspektive des Spannungsverhältnisses von praktischer Philosophie und gesellschaftlichem politischen Handeln, wie kursorisch immer, indem ich sie benenne, tue ich freilich etwas, für das es hier sehr viel Berufenere gibt.
Außerdem gehe ich weiter, als es eine Begrüßung zum Fest eigentlich tun sollte. Denn im feierlichen Akt der Preisverleihung, im festlichen Zeremoniell sind derart komplizierte Spannungskonstellationen wie diejenigen von Kognition und Aktion, von Wissen und Handeln, von Wahrheit und Mehrheit. Sie sind ja gerade, sit venia verbo, ich bin unter Philosophen und weiß es schon, aufgehoben. In der herausgehobenen, fast hätte ich gesagt, in der exzellenten Situation des Festes, da beziehen sich Philosophie, Gesellschaft und Herrschaft ja nicht in komplexen Spannungen aufeinander, sondern in vergnügt versöhnlichen Akten reziproker Wertzusprache. Doch können sie dies lediglich, weil es nicht allein Philosophie gibt, sondern auch Philosophen. Darunter ausnahmsweise auch solche ausnahmshaften Philosophen wie Erasmus Mayer. Mit seinen wahrhaft preiswürdigen Arbeiten zur philosophischen Handlungstheorie wie zur Ethik und Rechtsphilosophie hat er es der Jury der Max-Uwe-Redler-Stiftung eigentlich recht leicht gemacht, die mit vernünftigen Gründen eine gute Entscheidung zu treffen. Eine notwendige Bedingung der Möglichkeit dessen hat er zugleich mit geschaffen, dass heute Abend Philosophie und republikanische Stadtherrschaft einander gegenseitig die Ehre erweisen können. Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich, Herr Mayer, schon vorneweg zu dieser Auszeichnung. Ich bedanke mich nochmals bei Ihnen, liebe Frau Fegebank, für Ihre und der Stadt Hamburg Einladung und ebenso bei unseren Kooperationspartnern, dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und der Kursbuch Kulturstiftung, die die Arbeit der Redler-Stiftung mit Rat und Tat kräftig unterstützen. Und ich wünsche Ihnen, uns allen, einen schönen und anregenden Abend. Sehr geehrte Frau, Dankeschön. Sehr geehrte Frau Senatorin Fegebank, lieber Herr Kollege Strohschneider, liebe Mitglieder der Jury, lieber Erasmus. Sehr geehrte Damen und Herren, natürlich auch. Wenn man als Philosoph vor der Aufgabe steht, eine Laudatio zu halten, dann überkommt einen fast der unwiderstehliche Drang, erst einmal zu fragen, was ist eigentlich eine Laudatio? Was ist ihr Wesen, ihre Natur? Die Antwort scheint einfach zu sein und ergibt sich eigentlich direkt aus dem Namen. Laudare heißt bekanntlich loben, also ist die Laudatio durch ihren Zweck bestimmt, jemanden zu loben. Könnte ich mich also ganz kurz fassen und einfach sagen, gut gemacht, lieber Herr Kollege Mayer, Chapeau, Kudos, Hut ab. Das könnte ich mit voller Überzeugung sagen und ich hoffe, Erasmus Mayer würde sich über dieses Lob von mir genauso freuen, wie ich mich über ein entsprechendes Lob von ihm freuen würde. Wir sind in der akademischen Welt sehr daran gewöhnt, einander zu kritisieren und das hat natürlich auch eine wichtige Funktion, denn wir wollen ja inhaltlich weiterkommen. Aber ich bin der Meinung, dass es gut wäre, wenn wir einander öfter auch einmal loben würden, da jeder Mensch Anerkennung braucht, wir zarten Pflanzen an der Universität vielleicht mehr als andere. Insofern sage ich tatsächlich erst einmal Hut ab, lieber Erasmus. Den Zweck einer Lobrede habe ich damit aber wohl noch nicht erfüllt, denn es geht in der Laudatio nicht nur darum, jemanden zu loben, sondern auch darum, anderen Menschen vor Augen zu führen, warum man lobt. Was also die Person, die gelobt wird, lobenswert ist,
geschafft hat. Kurz gesagt, Erasmus Mayer hat mit seinem Buch Understanding Human Agency sowie mit einer Reihe von weiteren Aufsätzen herausragende Beiträge zur Handlungstheorie, zur Rechtsphilosophie und zu den Grundlagen der Ethik geliefert, die national und international viel rezipiert werden und die die fachphilosophische Diskussion enorm weitergebracht haben. Das hat er gut gemacht und dafür verdient er höchstes Lob. Der Zweck einer Laudatio ist damit aber immer noch nicht erreicht. Denn es geht doch wohl auch darum, zumindest ansatzweise deutlich zu machen, was denn nun an dem, was die zu lobende Person gemacht hat, so lobenswert ist. Und das möchte ich in den nächsten 15 Minuten versuchen. Und zwar möglichst so, dass auch diejenigen unter Ihnen, die nicht direkt aus der akademischen Philosophie kommen, vielleicht einen kleinen Eindruck davon bekommen, was die Arbeiten von Erasmus Mayer so herausragend macht. Wenn Kollege Mayer ein Physiker wäre, wäre das sehr schwer. Ich müsste mich an dieser Stelle vermutlich darauf beschränken, Ihnen etwas zum Inhalt seiner Arbeiten zu sagen, um dann zu betonen, dass die Fachgemeinschaft diese Dinge zu schätzen weiß. Nachvollziehen könnten Sie das, wenn Sie nicht selbst aus der Physik kämen und vielleicht auch dann vermutlich nicht. Da er ein Philosoph ist, bin ich in einer etwas besseren Lage. Denn es zeichnet die Philosophie meiner Ansicht nach aus, dass sie zumindest auf grundsätzlicher Ebene mit Fragen beschäftigt ist, die sich nicht nur jeder Mensch mehr oder minder explizit stellt, sondern die auch jeder Mensch wiederum mehr oder minder explizit beantwortet. Sie alle haben zum Beispiel eine Antwort auf die Frage, was es letztlich gibt. Ich nehme an, diese Antwort wird bei den meisten ungefähr so aussehen. Sie gehen vermutlich alle davon aus, dass die Welt letztlich aus kleinsten Bestandteilen besteht. Diese heißen nicht mehr Atome wie bei den Griechen, sind aber im Prinzip genau das, was die Griechen mit Atomos meinten, nämlich nicht weiter teilbar. Diese kleinsten Bestandteile der Welt gehorchen grundlegenden Naturgesetzen, die unter anderem festlegen, wie größere Objekte aus ihnen aufgebaut werden. Und unter diesen größeren Objekten sind nicht nur Moleküle, Eisenbahnbrücken und Planeten, sondern auch Sonnenblumen, Nacktmulle und Menschen. Aber all diese Dinge unterliegen den Naturgesetzen. Sie haben mit Sicherheit auch Antworten auf andere Grundfragen der Philosophie. Jeder hat eine Vorstellung davon, was man wissen kann und was nicht, was schön ist und was nicht, was ein gutes Leben ausmacht und was eine gerechte Gesellschaft ist. Wenn wir aber sowieso alle Antworten auf die Fragen der Philosophie haben, was tut dann die Philosophie selbst überhaupt? Ich denke, man kann hier zwei grundlegende verschiedene Zielsetzungen unterscheiden. Ein erstes Ziel ist es, die genannten Fragen und einige weitere systematisch und grundlegend zu beantworten und die Antworten in eine übersichtliche Ordnung zu bringen. Nehmen wir zum Beispiel die Frage danach, was wir tun dürfen und was nicht. Wir sind uns vermutlich einig darüber, dass man seine Versprechen halten soll, dass man Menschen in Not helfen muss, dass man sich ein gutes Essen gönnen darf, wenn es etwas, zum Beispiel einen wissenschaftlichen Preis zu feiern gibt. Aber es ist erst einmal nicht klar, ob sich diese und viele weitere Normen auf eine grundlegende Norm, wie etwa den kategorischen Imperativ oder das Grundprinzip des Utilitarismus oder die Menschenrechte zurückführen lassen oder nicht. In der normativen Ethik versucht man daher, hier Ordnung zu schaffen. Damit wird man einerseits einem intellektuellen Bedürfnis gerecht. Es ist einfach interessant zu wissen, was die Grundlagen richtigen Handelns sind. Andererseits gibt es einen unmittelbaren praktischen Nutzen, denn manchmal wissen wir eben nicht, was wir tun sollen, zum Beispiel, wenn verschiedene Normen miteinander in Konflikt geraten. Dann muss man überlegen, was man grundlegend für richtig hält, und das genau tut die Philosophie. Neben der Aufgabe, eine systematische Ordnung in den theoretischen und praktischen Grundlagen unseres Welt- und Selbstverständnisses zu schaffen, kann man aber noch ein zweites Ziel
identifizieren. Die Philosophie soll dabei helfen, grundlegende Widersprüche in unserem Denken zu beseitigen. Auch hier ein Beispiel. Wie gesagt, gehen Sie vermutlich davon aus, dass Sie als Menschen grundsätzlich genauso den Naturgesetzen unterliegen wie Steine. Jeder, der mal beim Fallschirmspringen war, weiß das. Weiterhin sind wir alle der Meinung, dass man bestimmte Dinge tun soll, andere nicht tun darf. Man soll eben zum Beispiel seine Versprechen halten und man darf niemanden belügen. Sobald wir in Versuchung kommen, das eine oder andere zu tun, sind wir gefordert, uns an solche Gebote zu halten. Aber wie passt das eigentlich zusammen? Wenn wir und damit unser Handeln durch die Naturgesetze bestimmt sind, wozu muss ich mir dann überhaupt noch Gedanken über irgendwelche Gebote machen? Es passiert doch sowieso, was passieren muss, oder wenn man glaubt, dass die Naturgesetze grundsätzlich statistischen Charakter haben, was der Zufall will. Jedenfalls scheinen Gebote keine Rolle spielen zu können, denn eine Forderung ist nur sinnvoll, wenn man die Möglichkeit hat, ihr zu folgen oder eben nicht. Und diese Möglichkeit lassen die Naturgesetze anscheinend gerade nicht offen. Und wenn man umgekehrt davon ausgeht, dass Gebote und Verbote tatsächlich für uns von Bedeutung sind, weil wir uns entscheiden können, das Richtige zu tun oder es zu lassen, wie kann es dann noch sein, dass wir vollständig Teil einer durch Naturgesetze bestimmten Welt sind? Wir haben hier eines der grundlegenden Rätsel der Philosophie vor uns. Es gibt einige weitere Rätsel dieser Art, zum Beispiel, wie kann es sein, dass wir irgendetwas wissen können, wo wir doch scheinbar nicht ausschließen können, dass wir umfassend getäuscht werden? Oder wie kann es sein, dass moralische Forderungen objektiv sind, wo sie sich doch nicht durch die Erfahrung erkennen lassen? Und so weiter, aber nicht viel weiter, denn derart grundlegende Rätsel gibt es nur eine Handvoll. Und das ist die zweite, wenn nicht die Hauptaufgabe der Philosophie, mit solchen Rätseln klarzukommen. Erasmus Meyer hat sich nun in seinem Buch Understanding Human Agency ein Rätsel vorgenommen, das ähnlich wie das beschriebene Rätsel strukturiert ist und das sich direkt aus dem grundlegenden Begriff der Handlung ergibt. Es sieht so aus. Wenn wir die Natur menschlicher Handlungen angemessen beschreiben wollen, dann müssen wir drei Dinge berücksichtigen, die, wie es scheint, nicht gleichzeitig berücksichtigt werden können. Erstens, wir sind in unseren Handlungen aktiv. Das heißt, wir selbst handeln. Ich halte gerade eine Laudatio. Zweitens, menschliche Handlungen sind, wie alles, Teil der natürlichen Welt. Das heißt, insbesondere Teil der Welt, wie sie von den Naturwissenschaften beschrieben wird. Eine Psychologin und auch ein Biologe könnten beispielsweise beschreiben, was ich gerade tue. Drittens, menschliche Handlungen lassen sich typischerweise rational, also durch die Angabe der Gründe des Handelnden, verständlich machen. Ich halte beispielsweise diese Laudatio, weil ich gerne ehren möchte, wem Ehre gebührt. Alle drei Thesen sind für das Verständnis von uns selbst und der Welt wesentlich, aber sie erzeugen leider Widersprüche. Betrachtet man die natürliche Welt nämlich als eine Abfolge von kausal miteinander verbundenen Ereignissen, dann sind auch Handlungen Ereignisse. Dann sind aber weder wir es, die wirklich handeln, vielmehr finden Handlungen sozusagen durch uns hindurch statt, noch lassen sich Handlungen grundlegend rational verständlich machen, denn die grundlegende Erklärung der Handlung ist dann eben eine naturwissenschaftliche. Auch die Vorstellung, dass Handlungen durch Gründe verständlich gemacht werden können, die dritte These, gerät auf der Grundlage bestimmter weiterer plausibler Annahmen mit der ersten These in Konflikt, dass wir tatsächlich aktiv in unseren Handlungen sind. Aber sehen wir davon zur Vereinfachung einmal ab. Sie sehen nämlich sicher schon jetzt, warum es hier um ein wirklich grundlegendes Rätsel geht. Es geht nämlich darum, wie wir uns als aktiv und rational handelnde Wesen in einer durchgängig kausal bestimmten Welt verstehen können.
Um zu sehen, wie genial der Lösungsansatz ist, den Erasmus Mayer für das Problem entwickelt, muss man sich klar machen, worin die Schwierigkeiten philosophischer Fragen eigentlich liegen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass man solche Fragen nur beantworten kann, wenn man Zusammenhänge aus den verschiedensten Bereichen gleichzeitig im Blick behält. Metaphorisch gesprochen, der Teufel steckt in der Philosophie meistens nicht im Detail, sondern im großen Ganzen. Hier muss man den Überblick gewinnen und in Bezug auf Überlegungen, die auf den ersten Blick gar nichts direkt miteinander zu tun haben, eine Übersicht bewahren. In Bezug auf das Rätsel menschlichen Handelns etwa muss man nicht nur handlungstheoretische, rationalitätstheoretische und generell metaethische Überlegungen vor Augen haben, sondern eben auch metaphysische und wissenschaftstheoretische. Oder weniger abstrakt formuliert, man muss nicht nur über den Begriff der Handlung und der Rationalität nachdenken, sondern auch über den Begriff der Verursachung und überhaupt über unser wissenschaftlich geprägtes Bild der Welt. Und genau hier setzt Erasmus Mayer an. Er geht anders als die meisten anderen Philosophen und Philosophinnen nicht davon aus, dass das Hauptproblem bei unserem Selbstverständnis als Handelnde liegt, sondern eher bei unserem Verständnis der natürlichen Welt. Deshalb muss man seiner Ansicht nach das beschriebene Rätsel lösen, indem man genauer über den Begriff der Verursachung, der Kausalität nachdenkt. In seiner Arbeit schlägt er ein sogenanntes akteurkausalistisches Modell vor. Diesem Modell zufolge ist es der Handelnde selbst, der als Ursache der Handlung verstanden werden kann. Ich bin tatsächlich die Ursache für das Halten dieser Laudatio und dementsprechend kann dieses Modell auch meiner aktiven Rolle in dieser Handlung gerecht werden, wie es unsere erste These fordert. Wie passt das in die Zusammenhänge der natürlichen Welt? Hier muss man etwas abstrakter werden. Meine Handlung muss nach Mayer als Ausübung eines Handlungsvermögens aufgefasst werden, das ich als Mensch habe. Und letzteres ist tatsächlich ein grundlegender Bestandteil der Welt. Menschen sind nämlich Substanzen in der Welt, die etwas verursachen können. Und damit sind sie nicht allein. Erasmus Mayer argumentiert dafür, dass diese sogenannte Substanzkausalität auf der Grundlage einer allgemeinen Theorie von Vermögen verstanden werden können. Und nicht nur wir haben solche Vermögen, sondern auch Regenwürmer und Elektronen. Damit zeigt Mayer, dass Vermögen entgegen einer weit verbreiteten Engführung des natürlichen Weltbildes als ein irreduzibler Teil der natürlichen Welt zu verstehen sind. Nicht nur Menschen, sondern auch unbelebte Substanzen können kausal wirksam werden. Menschliche Handlungsfähigkeiten werden letztlich als die aktiven Kräfte von Personen gedeutet und so versteht man, wie unsere Handlungen in die richtig verstandene, naturwissenschaftlich beschreibbare Welt passen. Mayers Theorie wird dabei auch der dritten Ausgangsthese, also der These, dass unsere Handlungen in der Regel rational verständlich gemacht werden können, gerecht. Dazu deutet er Handeln aus Gründen als eine Form des Regelfolgens, also als eine normative Praxis, die mit einer konstitutiven Verhaltensstruktur verbunden ist. Aber das genauer auszuführen, würde tatsächlich den Rahmen sprengen. Das Buch Understanding Human Agency ist damit ein faszinierender Beitrag zu einem wirklich grundlegenden Rätsel der Philosophie, nämlich dem Rätsel, das uns das Verständnis menschlicher Handlungen aufgibt. Damit leistet es, was nur ganz wenige philosophische Bücher bieten. Aber es tut noch mehr. Ich habe oben von einer zweiten Hauptaufgabe der Philosophie neben dem Rätsellösen gesprochen, dem systematischen Schaffen einer übersichtlichen Ordnung. Und genau das tut Mayer in seinem Buch quasi en passant. Er entwickelt seinen eigenen detailliert ausgearbeiteten Beitrag zur Handlungstheorie, aber zugleich unterzieht er die vorherrschenden Theorieansätze einer ebenso gründlichen wie fairen und meines Erachtens vernichtenden Kritik. In zahlreichen, scheinbar kleinen Argumentationsschritten entzieht Mayer mit enormem Scharfsinn und auf der Grundlage umfassender Kenntnis der Literatur dem von Hume inspirierten sogenannten Standardmodell
menschlichen Handelns den Boden. Damit ergeben sich jede Menge überraschende und befriedigende Detailergebnisse und vor allem bekommt man ein absolut klares und übersichtliches Bild von der faszinierenden begrifflichen Landschaft, die den Begriff der Handlung umgibt. Erasmus Mayr wird heute nicht nur für sein bahnbrechendes Buch, sondern zudem für eine Reihe weiterer Aufsätze ausgezeichnet. Diese setzen fort, was in seinem Buch begonnen wird. Die Natur menschlichen Handelns ist nämlich nicht nur die zentrale Frage der Handlungstheorie und damit eine der Grundlagenfragen der praktischen Philosophie überhaupt, sondern auch für die Rechts- und Sozialphilosophie von entscheidender Bedeutung. Da in einer ganzen Reihe von Diskussionen von einer Theorie menschlichen Handelns entscheidende Hilfe bei der Beantwortung zentraler normativer Fragestellungen, also Fragen danach, wie man sich denn tatsächlich verhalten soll, erwartet wird. Ich möchte nur drei davon ganz kurz ansprechen. In den Diskussionen um Willensfreiheit und moralische Vorwürfe, in der Debatte um die Bedingungen für rechtmäßige staatliche Strafe und in der Auseinandersetzung um die richtige Begründung von Menschenrechten. Bei den ersten beiden Themen wird von einer Theorie menschlicher Handlung oft erwartet, dass sich daraus die Bedingungen für moralische und strafrechtliche Verantwortung herleiten lassen. Beim dritten Thema wird der Begriff der Handlung interessant, weil einer der einflussreichsten Ansätze zu Menschenrechten in den letzten Jahrzehnten diese durch ihre Funktion zum Schutz unserer Normative Agency, unseres normativen Handlungsvermögens, begründet. Erasmus Mayr gelingt es mit seinen Texten, auch in diesen philosophischen Diskussionen Ordnung zu schaffen. In seinem Aufsatz The Political and Moral Conceptions of Human Rights entwickelt Mayr einen Ansatz, der die Begründung von Menschenrechten direkt an die Frage nach der Legitimierung staatlicher Gewalt koppelt. Der Text Moralismus und die Zuständigkeit für moralische Vorwürfe liefert eine Begründung für die in der Debatte um die Angemessenheit moralischer Vorwürfe sehr umstrittene sogenannte Zuständigkeitsbedingung für diese Vorwürfe. Und der Aufsatz Hard Punishment and Excusing Conditions beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen moralischer und strafrechtlicher Verantwortung. Man sieht schon an diesen wenigen Stichworten, welche Vielfalt von Themen Erasmus Mayr überblickt und miteinander in Verbindung bringt. Von den Grundlagen der praktischen Philosophie bis hin zur politischen Philosophie und Rechtsphilosophie. Er ist deshalb nicht nur ein Rätsellöser, sondern auch ein Philosoph, der die Kraft, die Geduld und das notwendige Hintergrundwissen hat, systematisch Ordnung zu schaffen. Alle seine Arbeiten zeichnen sich durch größte Präzision, Scharfsinn, durch Originalität und umfassende Kenntnis der relevanten Debatten, durch Eleganz und Klarheit aus. Sie werden völlig zu Recht vielfach rezipiert und haben Erasmus Mayr großes Ansehen weit über den deutschen Sprachraum hinaus eingebracht. Es handelt sich bei seinem Werk in ganz besonderem Maße um, ich zitiere, intellektuell herausragende philosophische und sozialethische Forschung, wofür er heute verdient den Deutschen Preis für Philosophie und Sozialethik 2021 bekommt. Wie gesagt, Hut ab, lieber Erasmus. Wird die Handlung als solche
vollzogen und ich darf die Urkunde verlesen. Die Max-Uwe Redler Stiftung im Stifterverband für die deutsche Wissenschaft vergibt den Deutschen Preis für Philosophie und Sozialethik 2021 an Professor Dr. Erasmus Mayer für seine herausragenden Arbeiten zur praktischen Philosophie. In seiner international beachteten Monographie Understanding Human Agency gelingt es Mayer mit Scharfsinn und Umsicht, eine Reihe von spannungsvollen Annahmen zu integrieren, die für ein angemessenes Verständnis menschlicher Handlungen unerlässlich sind. Mayers luzide, argumentierende Aufsätze zur Ethik und zur Rechtsphilosophie klären und erweitern unser Verständnis der Bedingungen, unter denen wir einander moralisch und rechtlich für unser Handeln verantwortlich machen. Erasmus Mayer leistet aufgrund seiner philosophisch-juristischen Doppelkompetenz herausragende Beiträge zur gedanklichen Durchdringung von Fragen, die für unser gesellschaftliches Zusammenleben zentral sind. Hamburg, den 11. November 2021, der Vorsitzende. Und ich schlage vor, dass wir vor dieses Pult gehen. Wie mal so, können Sie mich alle gut hören? Oh, jetzt ist genau gerade hochgegangen, das war das Falsche, aber ich hoffe, es geht so auch. Ja, sehr geehrte Frau Senatorin Fegebank, sehr geehrter Herr Strohschneider, lieber Gerhard, liebe Mitglieder der Jury, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anwesende, es ist wirklich eine enorme Ehre, diesen Preis zu erhalten und in der Reihe von exzellenten Philosophinnen und Philosophen zu stehen, die ihn bisher schon bekommen haben. Und mein besonderer Dank heute Abend gilt dabei nicht nur der Max-Uwe-Redler-Stiftung und natürlich auch meinen Vorrednerinnen und Vorrednern, sondern auch den anderen Jurymitgliedern, Birgit Recki und Gerd Keil und leider nur in Absentia Christoph Möllers, dem Stifterverband und der Kursbuch Kulturstiftung, von der auch heute Leute da sind, und überhaupt allen, die seitens des Rathauses und der beteiligten Stiftungen an der Preisverleihung und der Feier heute Abend mitgewirkt haben. Ich kann die namentlich gar nicht aufzählen, aber noch herzlichen Dank. Ich finde es auch ganz unabhängig von der Tatsache, dass ich heute selbst in den Genuss dieses Preises komme, einfach qua Philosoph eine wunderbare und tolle Sache, dass der Stifter Max-Uwe Redler mit diesem Preis die Bedeutung der Philosophie als solcher so hervorgehoben und gewürdigt hat. Das ist ein Thema, auf das Herr Strohschneider ja auch schon hingewiesen hat. Das ist eine große Besonderheit dieses Preises, die ihn meines Erachtens von anderen Philosophiepreisen wesentlich unterscheidet. Der Stifter Max-Uwe Redler war sich dabei, wie ich verschiedenen Beschreibungen des Preises und seiner Ziele entnehmen konnte, sehr wohl bewusst und sehr bewusst, dass die Philosophie sozusagen einen janusköpfigen und man könnte auch sagen chamäleonartigen Charakter hat. Dass sie auf der einen Seite sehr abstrakte und von praktischen Anwendungsfällen scheinbar sehr weit entfernte Themen behandelt, aber auf der anderen Seite auch für unser individuelles Leben und für unser gemeinschaftliches Zusammenleben recht konkrete Richtlinien geben will. Und zwar sowohl normative Richtlinien darüber, wie wir uns verhalten sollen,
als auch etwas, was man Orientierungsrichtlinien nennen könnte, nämlich wie wir uns selbst und unsere Umwelt verstehen sollen. Und wirklich spannende Philosophie, so finde ich jedenfalls, zeichnet sich dadurch aus, dass wir fast übergangslos oder mit nur ganz wenigen Zwischenschritten von ganz konkreten Fragestellungen, auf die wir im Alltag jederzeit stoßen können, zu sehr zentralen und abstrakten Themen kommen können und umgekehrt. Also von sehr konkreten Fragen, wie wir eine bestimmte Situation oder uns selbst in der Situation verstehen sollen und was wir dort tun sollen, zu allgemeinen Problemen unseres Selbst- und Weltverständnisses. Und lassen Sie mich zur Illustration von dem, was ich meine, nur zwei Beispiele geben. Stellen Sie sich für das erste Beispiel Folgendes vor. Sie haben einen Nachbarn und Sie wissen, dass Ihr Nachbar im Geheimen eine außereheliche Affäre hat. Und immer dann, wenn seine Ehefrau gerade auf Reisen ist, seine Geliebte zum Stelldichein empfängt. Der Nachbar geht dabei sehr geschickt vor und die Ehefrau ahnt bislang noch nichts davon. Und ich unterstelle einfach einmal, dass die meisten von uns, unabhängig von ihren religiösen und moralischen Hintergrundüberzeugungen, das Verhalten ihres Nachbarns als moralisch problematisch ansehen werden. Vermutlich schon die eheliche Untreue, aber doch zu allerwenigstens auch die Täuschung der Ehefrau. Und die Frage, die Sie sich nun stellen, ist folgende: Sollen Sie, wenn Sie von der Affäre wissen, die Ehefrau informieren oder zumindest den Ehemann zur Rede stellen und ihn auffordern, die Affäre zu beenden? Müssen Sie das vielleicht sogar? Oder wäre es umgekehrt eine unangemessene Einmischung Ihrerseits, das zu machen? Das Beispiel, das ich gerade beschrieben habe, ist natürlich besonders plakativ, aber auf Situationen dieses allgemeinen Typs stoßen wir sehr, sehr oft. Also ersetzen Sie nur den untreuen Nachbarn durch den Schwarzfahrer, durch die Falschparkerin, durch die Person, die ihre kleinen alltäglichen Versprechen ihren Freunden gegenüber immer wieder bricht. Also alles Fälle von moralischem Fehlverhalten, das nicht furchtbar schlimm ist, wir reden hier nicht von Mord oder Ähnlichem, aber wo sich die Frage stellt, wie wir uns als Außenstehende dazu verhalten sollen. Wie wir uns aber dazu verhalten sollen, hängt, und jetzt kommen wir schon zu den echten Kernfragen der Moralphilosophie, davon ab, was die allgemeine Stellung der Moral ist und welche Art von normativer Lenkungsfunktion die Moral in unserem Leben eigentlich spielen soll. Müssen wir, wenn uns moralische Werte wirklich wichtig sind, nicht auch dafür sorgen, dass jede und jeder sie achtet? Und zwar auch jeder und jeder andere sie achtet. Sind wir also nicht notwendig auch Wächterinnen oder Wächter der Moral? Oder ist es so, dass die Moral primär und zunächst für die Überprüfung des jeweils eigenen Verhaltens dienen soll? Müssen wir also zuerst vor unserer eigenen moralischen Tür kehren, bevor wir den kritischen Blick auf andere richten dürfen? Und das ist eine sehr schwierige Frage und ich glaube, unsere Alltagsintuitionen helfen uns nicht, die eindeutig zu beantworten. Manchmal erscheinen uns Wächter der Moral als besonders unangenehme Figuren, manchmal finden wir es aber auch besonders schlimm, wenn die Verletzung von moralischen Werten ignoriert wird. Aber von der Antwort auf die Frage hängt für unser Zusammenleben enorm viel ab. Nicht nur sehr lokal in meinem Beispiel, wie Sie in Zukunft mit Ihrem Nachbarn auskommen werden, sondern auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, wie wir mit Menschen, die nicht unsere Werte teilen und sie deshalb in ihrem Verhalten auch nicht als bindend anerkennen, zusammenleben können. Nehmen wir ein zweites Beispiel und gehen wir zu der zweiten Nachbarin, die Sie haben. Die ist nicht untreu, sondern es ist ihr etwas sehr Schönes passiert. Sie hat im Lotto gewonnen und sie kann sich endlich den Traum einer Reise in die Karibik erfüllen. Alles ist schon gebucht und in einer Woche soll es losgehen. Sie können sich die Karibikreise nicht leisten und sind von furchtbarem Neid geplagt und wollen unbedingt verhindern, dass ihre Nachbarin fährt. Und auf einmal bietet sich ihnen eine sehr gute Gelegenheit dazu an. Ihre Nachbarin überlegt, ob sie am Wochenende vor der Abreise zum Freeclimbing an eine besonders gefährliche Kletterwand gehen soll. Und das Risiko, dort abzustürzen und sich ein Bein zu brechen, ist sehr hoch, besonders für Amateurkletterer wie ihre Nachbarin. Und die Nachbarin ist nun unschlüssig und fragt sie um Rat. Und gerade deshalb, weil sie hoffen, dass sich ihre Nachbarin beim Klettern ein Bein bricht und dann nicht in die Karibik fahren kann. Deshalb reden sie ihr gut zu, dass sie doch zum Freeclimbing gehen soll. Sie argumentieren, no risk, no fun. Und letztlich gelingt es ihnen auch, ihre Nachbarin zu überzeugen. Und sie ahnen schon, wie die Geschichte weitergeht.
die Nachbarin geht zum Freeclimbing, sie bricht sich genauso wie von ihnen erhofft ein Bein und ihre Reise fällt aus. Und sie sind natürlich hochzufrieden, obwohl sie moralisch sicher keine sehr gute Figur gemacht haben. Aber die eigentlich interessante Frage ist jetzt, was genau man ihnen eigentlich vorwerfen kann. Und besonders, sind sie daran schuld, dass ihre Nachbarin sich das Bein gebrochen hat? War das ihr Werk? Und dagegen spricht, dass sich ihre Nachbarin ja letztlich selbst und frei entschieden hat, zum Freeclimbing zu gehen und sich dem Risiko auszusetzen. Sie haben sie nicht gezwungen und sie haben sie zwar durch ihr Zureden beeinflusst, aber sicher nicht in einer Weise manipuliert, dass sie sich nicht mehr selbst hätte entscheiden können. Und ich glaube, auch zu solchen Situationen und Falltypen sind unsere alltäglichen Intuitionen überhaupt nicht einheitlich. Manchmal sagen wir da Sachen wie, na, selber schuld. Aber manchmal sagen wir zu den Leuten, die zu solchen Selbstgefährdungen zureden oder zuraten, auch, ja, wie konntest du das dem in dieser Weise bestärken? Für sowas, wo du doch genau wusstest, dass das am Ende rauskommt. Das heißt, also manche Reaktionen sprechen dafür, dass wir nur den Selbstgefährder verantwortlich machen, andere dagegen dafür, dass wir zumindest auch der zuredenden Person eine Verantwortung geben. Und auch bei dieser Konstellation aus dem zweiten Beispiel sind wir unmittelbar bei zwei zentralen Fragen der praktischen Philosophie, einer aus der Handlungstheorie und einer aus der Ethik. Die aus der Handlungstheorie betrifft die mögliche Reichweite unserer Handlungskontrolle. Wie weit reicht eigentlich die Kontrolle eines Akteurs über ein Geschehen? Hört seine Kontrolle dann notwendigerweise auf, wenn sich der andere Akteur, den er beeinflusst, noch selbst entscheiden kann? Und sagen die Philosophinnen und Philosophen unter Ihnen wissen, dass eine wichtige Tradition der Philosophie genau das glaubt. Die Frage aus der Ethik ist, wie weit muss jeder Einzelne für ihre eigenen Entscheidungen einstehen und deren Folgen selbst und alleine tragen? Und diese zwei Fragen über die mögliche Reichweite der Handlungskontrolle und über die normativen Folgen von Entscheidungen hängen auf sehr spannende Weise miteinander zusammen und wir können sie nicht beantworten, ohne sehr abstrakte und generelle Fragen über das Wesen von Handlungskontrolle und die Reichweite individueller Autonomie zu klären. Gleichzeitig ist es aber so, dass von unseren Antworten auf diese Frage für unser Zusammenleben enorm viel abhängt. Denn dieses zweite Beispiel mit dem Freeclimbing scheint vielleicht auf den ersten Blick so etwas ausgefallen, aber auch hier ist es so, dass uns Beispiele mit dieser Struktur dauernd begegnen. Denken Sie an Werbung für gesundheitsschädliche Produkte oder für riskante Finanzanlagen oder sozusagen umgekehrt an die typischen Cookie-Warnungen auf Internetseiten, wo man natürlich theoretisch immer die Möglichkeit hat, die Erlaubnis zu verweigern, aber halt meistens und vorhersehbarerweise das entsprechende Fenster einfach wegklickt. Ich glaube, schon diese Beispiele zeigen gut, dass sich auch Fragen, die an sehr konkreten Situationen ansetzen, oft nicht wirklich beantworten oder nur auch kompetent reflektieren lassen, wenn wir nicht zugleich eine ganze Reihe von grundlegenden philosophischen Fragen aus ganz verschiedenen Bereichen in den Blick nehmen. Und die Schwierigkeiten und konfligierenden Intuitionen, auf die wir in solchen konkreten Fällen stoßen, sind allzu oft Ausdruck von tiefer liegenden Spannungen zwischen verschiedenen grundlegenden Versatzstücken unseres Selbst- und Weltverständnisses. Wir können mit den Spannungen, die in den konkreten Fällen auftreten, nicht adäquat umgehen, wenn wir uns nicht der tiefer liegenden Spannungen zwischen diesen Elementen unseres Selbst- und Weltverständnisses bewusst werden und versuchen, diese zu lösen. Und meines Erachtens ist eine der zentralen Aufgaben der Philosophie, gerade das zu versuchen. Also zu versuchen, Spannungen zwischen grundlegenden Bestandteilen unseres Selbst- und Weltverständnisses zu lösen. Ich habe sehr bewusst gerade gesagt, dass die Aufgabe nur darin besteht, es zu versuchen. Ich habe nicht gesagt und auch ganz bewusst nicht gesagt, dass es eine zentrale Aufgabe der Philosophie ist, Lösungen dieser Art auch zu finden, geschweige denn dauerhafte Lösungen dieser Art. Und ein hauptsächlicher Grund dafür ist, dass ich eigentlich glaube, dass es solche dauerhaften Lösungen zumindest gibt. Banalerweise deshalb nicht, weil sich unser Selbst- und Weltverständnis einfach laufend ändert. Insbesondere natürlich durch die wissenschaftliche Entwicklung, aber auch durch größere historische Einschnitte.
Denken Sie nur daran, wie die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust die Brüchigkeit der optimistischen Erwartung, dass technischer, naturwissenschaftlicher Fortschritt auf der einen Seite und moralische Zivilisierung auf der anderen Seite notwendig verbunden sind, vor Augen geführt hat. Und wegen diesen fortwährenden Wandlungen ändern sich auch die Spannungen zwischen den verschiedenen Elementen unseres Selbst- und Weltverständnisses, mit denen die Philosophie immer irgendwie konfrontiert ist und mit denen sie fertig zu werden versucht. Und es ändern sich zumindest die konkreten Formen, die diese Spannungen annehmen. Diese auf den ersten Blick nun etwas ernüchternde Einsicht in die Unverfügbarkeit endgültiger Lösungen für viele oder vielleicht sogar alle philosophischen Probleme sollte uns jedoch nicht entmutigen. Es ist im Gegenteil so, dass wir sehen sollten, dass auch die philosophische Suche selbst einen besonderen Eigenwert hat. Und sehr schön, wenn noch etwas überspitzt, hat es ein Philosoph auf den Punkt gebracht, der für mich immer sagen, unbewusst die große Verkörperung des Hamburger Geisteslebens war. Und ich hatte immer schon mal vor, dem auf einem Vortrag in Hamburg zu zitieren, als eine kleine Referenz, und nehme jetzt einfach die Gelegenheit wahr. Der Philosoph ist der große Aufklärungsphilosoph Gotthold Ephraim Lessing. Und der ist zwar nicht in Hamburg geboren, wie Sie wissen werden, er ist auch nicht in Hamburg gestorben, er hat eigentlich auch nur wenige Jahre in Hamburg gelebt, aber er hat halt hier einfach so unglaublich wichtige Dinge gemacht, besonders für die Entwicklung des Theaters, werden Sie ja wissen, dass mir mal die unterbewusste Zuordnung von ihm an Hamburg nachgesehen werden wird. Und Lessing hat mit einer gewissen Übertreibung, auf die ich gleich noch kommen werde, den philosophischen Habitus in einem folgenden Bild und man kann es als sein Gedankenexperiment zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, ich stelle mir vor, dass der liebe Gott mich vor eine Wahl stellt. Er sagt, in seiner rechten Hand hat er die Wahrheit und in seiner linken hat er, was Lessing, den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatze, mich immer und ewig zu irren. An der rechten Hand Gottes ist die ewige Wahrheit und in der linken Hand das ewige Streben nach Wahrheit, die ewige Suche nach Wahrheit, aber mit dem Kaviat, ich werde mich immer irren. Und Lessing beantwortet diese Wahl wie folgt, ich zitiere, ich fiele ihm, also Gott, mit Demut in seine Linke, also die Suche, das Streben nach Wahrheit enthält, und würde sagen, Vater, gib, die reine Wahrheit ist doch nur für dich allein. Und ich finde, was Lessing hier wirklich sehr schön auf den Punkt bringt, ist die Bedeutung des philosophischen Wahrheitsbestrebens, trotz des Bewusstseins der dauernden Gefahr, sich zu irren. Und dieses Streben ist, glaube ich, wirklich für den Habitus der Philosophin und des Philosophen zentral. Und ich glaube, wir können sogar noch ein bisschen weitergehen, denn bei nüchterner Betrachtung ist ja nicht nur so, dass wir Philosophen uns immer irren können, sondern wahrscheinlich ist auch die tatsächliche Irrtumsquote bei uns ziemlich hoch und wahrscheinlich deutlich höher als bei den meisten anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Und zwar unabhängig davon, wie gut die betreffenden Philosophen sind. Das gilt auch für die besten Philosophen, die es je gab. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Punkt von Lessing. Was ich dagegen Lessing nicht abkaufen kann, ist, dass der rege Trieb nach Wahrheit der Erkenntnis, dass wir uns immer irren müssen, dass er die überstehen könnte. So stellt sich Lessing das ja vor. Denn wenn wir Behauptungen aufstellen, müssen wir jedenfalls in dem Moment, wo wir sie aufstellen, auch glauben, dass sie wahr sind. Und deshalb muss philosophische Wahrheits- und Lösungssuche immer einen schweren Spagat bewältigen. Und wenn wir sagen, diese Suche nicht allein betreiben, sondern im Dialog mit anderen, im philosophischen Diskurs, dann ist dieser Spagat ein doppelter. Erstens, der Spagat zwischen der Festlegung auf bestimmte Tatsachen, die wir zumindest in diesem Zeitpunkt auch für wahr halten, und das ist das eine, und gleichzeitig der Einsicht, dass wir uns täuschen können. Und zum anderen, das ist der zweite Spagat, sagen wir das Spiegelbild dazu, der Spagat zwischen dem wirklichen Vertreten einer Meinung, die man für richtig hält und die man vertritt, weil man glaubt, dass für sie die besten Gründe sprechen, und auf der anderen Seite dem Ernstnehmen der Vertreterin anderer Auffassungen als Personen, die prinzipiell auch Recht haben könnten. Wenn wir einen der Pole in diesem doppelten Spagat ignorieren, dann verfehlen wir den Witz philosophischer Wahrheitssuche und des philosophischen Diskurses. Wir sind dann entweder uns selbst überschätzende engständige Dogmatiker oder Menschen, die eigentlich gar keine Meinung vertreten und die an Wahrheit nicht mehr interessiert sind.
Der Wert philosophischer Reflexion und philosophischen Suchens ergibt sich immer aus und in der Spannung zwischen diesen Polen. Und wie gut wir Philosophie betreiben, hängt meines Erachtens ganz entscheidend davon ab, was wir als Einzelne für eine Balance zwischen diesen Polen finden. Deshalb ist philosophisches Nachdenken im Allgemeinen und der philosophische Diskurs im Besonderen meines Erachtens auch ein ideales Modell für den gesellschaftlichen Diskurs im Ganzen, besonders in pluralistischen Gesellschaften. Und zwar trotz aller Unterschiede zum tatsächlichen gesellschaftlichen Diskurs. Und wiederum sagen die Philosophinnen und Philosophen von Ihnen werden wissen, dass dieser Idealmodellgedanke nicht neu ist, dass wir ihn auch schon in der Aufklärungsphilosophie haben und dass der im 20. Jahrhundert besonders Spuren in der Theorie des öffentlichen Vernunftgebrauchs von John Rawls hinterlassen hat. Auch im gesellschaftlichen Diskurs müssen wir uns notwendig zwischen den aufgezeigten Polen platzieren. Also zwischen dem Vertreten der eigenen Position und der eigenen Werte, dem echten Dafür, für Wahrhalten dessen, was wir vertreten, der Einsicht in die eigene Fehlbarkeit und dem Ernstnehmen von Leuten mit anderen Meinungen als Personen, die grundsätzlich auch Recht haben könnten. Die beiden letzteren Pole nötigen uns Bescheidenheit ab, aber die beiden ersten Pole verhindern, dass wir aus dieser Bescheidenheit heraus alles zur Disposition stellen könnten. Manchmal können wir eben nicht wirklich glauben, dass ein anderer in diesem spezifischen Fall mit seiner Meinung vielleicht auch Recht haben könnte. Also bei einem Rassisten kann ich zumindest nicht glauben. Wir können und sollen dann nur annehmen, dass der andere generell jemand ist, der auch Recht haben kann, nur eben in anderen Fragen als denen, die wir gerade verhandeln. Auf keinen der vier genannten Pole können wir im gesellschaftlichen Diskurs verzichten. Verzichten wir auf das Vertreten eigener Positionen und eigener Werte, dann haben wir uns von vornherein aus dem Diskurs verabschiedet. Oder besser, wir nehmen gar nicht daran teil. Interessieren wir uns nicht mehr für Wahrheit, dann machen wir nur noch das, was man als sogenanntes Bullshitting bezeichnet. Wir sagen etwas nur noch deshalb, weil wir es für nützlich halten und nicht, weil wir es für richtig halten. Ignorieren wir unsere eigene Fehlbarkeit, sind wir bestenfalls engständige Dogmatiker und schlimmstenfalls intolerant. Und nehmen wir den anderen gar nicht mehr ernst als jemanden, der auch Recht haben könnte, so ist es noch schlimmer, weil wir dadurch die Grundlagen des gesellschaftlichen Diskurses als Ganze infrage stellen und uns wieder aus diesem Diskurs verabschieden. Aber dass wir auf keinen dieser vier Pole verzichten können, heißt, wie Sie also alle wissen, leider nicht, dass es leicht wäre, diese Pole auszutarieren. Und die Frage, wie die richtige Balance zwischen ihnen zu finden ist, ist ja eine, die jenseits aller konkreten politischen Tagesfragen alle Teilnehmerinnen am politischen Leben laufend beschäftigt. Denken Sie da nur an die aktuell so stark diskutierte Frage, in welchem Ausmaß und wie weit man Verständnis mit Impfskeptikern haben und Impfskeptikerinnen haben sollte. Ich würde sagen, auch hier Anwesende haben sich zu solchen und ähnlichen Fragen ja sehr spannend geäußert schon. Der philosophische Diskurs kann uns hier, glaube ich, wirklich helfen, bei allen offensichtlichen Unterschieden, die er zum allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs hat. Denn der philosophische Diskurs kann uns, wenn er gut läuft, zeigen, wie auch der gesellschaftliche Diskurs ablaufen kann. Ich glaube, da hat sich Rawls einen guten Punkt gehabt. Und im besten Fall kann er uns sogar helfen, diejenigen Tugenden zu erwerben, die für einen gelingenden gesellschaftlichen Diskurs zumindest enorm hilfreich, wenn nicht sogar notwendig sind. Und ich glaube, das ist etwas, was die Philosophie auch unabhängig von und zusätzlich zu dem, was sie zu wichtigen, konkreten gesellschaftlichen individuellen Problemen sagen kann, zu unserem gelingenden gesellschaftlichen Leben beitragen kann. Und deshalb bin ich selbst auch so froh, dass so viele Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachgebieten der Philosophie gibt, bei denen vielleicht, anders als bei meinen Themen am Anfang, der Weg zu den konkreten Kontexten schon ziemlich weit ist oder viele Zwischenschritte bedarf, aber die diese genannten Tugenden in zum Teil toller Weise realisieren. Sie haben meinen Worten vielleicht schon entnommen, dass der philosophische Austausch mit anderen für mich einen besonderen Stellenwert hat. Und deshalb bin ich jenseits der großen Ehre auch sehr glücklich darüber, was mir dieser Preis ermöglichen wird. Denn wie Sie ja wissen, hat gerade dieser Austausch in den letzten 1,5 Jahren besonders gelitten. Und es wird einfach toll sein, wieder Leute
einladen und sehen zu können, Kooperationen wieder aufbauen, vertiefen und neue und zu neuen Grundlagen legen zu können. Und auch für diese wunderbaren Aussichten möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei der Max-Uwe-Rieler-Stiftung. Vielen Dank. Applaus